Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So, wir starten, schmeißen den an, setzen den Pickup runter und los geht's. Na komm, rum hier. Na komm, rum. So, jetzt haben wir's. Sudeli. Sollen wir mal erstmal am Rand das bisschen Stroh einfach mal hier fabriziert haben. So, wir lenken hier mal und weiter ausholen. Jetzt klappt das. Irgendwie fahren wir gerade ein bisschen mächtig schief, aber macht nichts. So, jetzt ja. Mal ein bisschen Licht nochmal anmachen, damit wir ein bisschen was sehen. So, da kommen wir dann in der nächsten Folge, also in der nächsten Zeit dann, nach der nächsten Ernte eventuell, schon mal anfangen mit Umbauen. Hof ein- und ausfahrt. Und gucken, ob wir die heute schon machen können oder in den nächsten Folgen. So und los. Jetzt hier. Masse an Stroh kommt da hier nie runter. Gut, das wird nicht gedüngt, weil sowas sein, das Feld. So meist bei gekauften Feldern ist ja der Fall, dass da irgendwas groß drauf ist. So, da geht's auf damit zur BGA. Prozent.
Leistung auf folgenden 34.000 Litern. Und zwar jetzt. So, fahren wir schon mal zur BGA runter. Irgendwo Feldweg runter. Hier noch nicht, in unser Feld 8 war das, wo der Feldweg runter ging. Genau, da haben wir doch einen Weg. Eine schmale Straße hier zur BGA. Rein. Und da ist die Baum, wo wir mal gerne hängen geblieben sind. Und da ist die BGA. Passt doch. Nehmt das Zeug los. Die Lenkachse mal sperren und kippen mal aus. Stroh gibt zwar jetzt nicht so viel Kohle, aber was will gar nicht. Hier werden wir nicht viel sehen, auch die Bäume. Und klar, fahren wir rein. So ein Esel. Hätte ich bald gesagt. Hier ging es irgendwo hoch gleich. Wo war denn der Weg, der hoch ging zu mir? Ja. Totally.
sammeln wir jetzt mal schön Stroh. Dann müssen wir gucken, was die Bauvorhaben alles kostet. Schüttet man es ja bloß mit Gravel auf oder also mit Schotter oder sowas auf. Gucken wir mal. So, sieht ganz gut aus. So. Von mir. So, aber jetzt gucken wir einfach mit so einem sperrigen Wagen hier. So, weiter geht's. So, weiter so gut. So, warum jetzt hier? Da muss ich die Achse wieder entsperren, komme ich besser rum. Vielleicht werden wir kurz vorne, ist ein bisschen bescheiden. Zurück. So, und damit, ja.
Aufsteiger und dann haben wir es gleich geschafft. Sind es nur noch zwei Bahnen. Müssten wir aber alles noch reinkriegen. So, und los geht's. Schaffen wir das schon mal hier. Zur BGA rüber. Dann würde ich sagen, setzen wir das erste Ballenlager oder machen wir erstmal den Weg hier. Obwohl der Weg ist erstmal zweitrangig. Dann setzen wir erstmal das erste Ballenlager. Wenn wir das vielleicht fertig haben. Schmeide dich, bevor du hinten reinfährst. So. Geht das wieder. So, rum jetzt hier. Mal in den Sicht wechseln. Sonst sehe ich nämlich nichts. So, um jetzt hier. Jetzt gehen wir die Außenansicht. So, Lenkachse sperren. Und einmal abkippen. Spiegel sind klingt, weil ich schon deaktiviert habe. So. Vorbei, so grob wie doch zur Zeit rausgeklappt.
So, Passanten müssen wir passieren lassen. Da kommt ein Betonmischer. Und danach geht es hier hoch. So würde ich sagen, platzieren wir dann erstmal das erste Lager. So, ein Stopp. Ich brauche mal einen mit Frontlader und Ballenspieß. Aber schon Frontlader. Ach ja, ich muss das Lager platzieren. Kaufen, da sind sie. Und zwar Rundball brauche ich, und zwar Stroh. Das sind 190. Das reicht so, das kleine. Ausfahrt, die lassen wir frei. Jetzt drehen wir dich mal. Okay. So, jetzt haben wir das Ding platziert, wollen wir jetzt unseren Frontlader aufsetzen, den ganzen Spaß. Nicht so was hier gekauft. So, werden wir schon mal hier dranhängen. Aber wir sind schon wieder über der Zeit. Das machen wir dann nächste Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.